könnte es mal anprobieren. Ist zumindest weniger dreckig. Schön. Wow, wirklich nützlich. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Wow! Loki, stimmt's? Ich muss sagen, die Ironie daran ist mir nicht entgangen. Das war sein Zimmer, weißt du? Seins? Von meinem Bruder. Dein Bruder? Modi. Ah, dein Bruder. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Aha. Jetzt gehört's dir. Viel Spaß. Through Toast, Dottir. Entspann dich.
Du musst in recht kleine Fußstapfen treten. Wir sind ohne ihn besser dran, Loki. Glaub mir. Kommst du mit? Du brauchst noch dein Schwert. Das richtet jemand her. Also, was für ein Schwert ist das? Es ist neu, einzigartig. Mein Vater gab es mir für die Walkürenausbildung. Hier hat Baldur übernachtet, wenn er mal geblieben ist. Die Walkürenausbildung? Willst du darüber reden? Ich wollte gerade zur großen Halle. Aber wenn du zu tun hast, ist Großvaters Arbeitszimmer die Treppe runter. Das ist mein Zimmer. Früher war es Magnis. Ich steige wohl auf. Wie wird man eine Walküre? Zuerst trainiere ich, bis ich richtig gut bin. Dann warte ich, bis Großvater es bemerkt. Und dann müssen er und Vater Mutter überzeugen. Weißt du, mein Vater und ich, wir trafen Haltet auf... Haltet mich aus eurem erbärmlichen Imponiergehabe doch bitte raus. Hä? Komm schon. Hast du heute nicht schon genug Heimdall gehabt? Gehen wir. Wie lange sollen wir das wohl noch aus? Ich sah noch nicht Forsetti. Das tut mir aber leid für dich. Was hat er gemacht? Mutter, kennst du schon Loki? Ach, jetzt hat er dich damit reingezogen. Wo reingezogen? Ich bin nur freundlich. Ist das nicht Diplomatie? Du weißt schon, wer das ist, oder? Was sein Vater getan hat? Warum will er ihn nur hier haben? Mutter, komm schon. Du bringst mich in Verlegenheit. Wir reden später darüber. Ich schlage vor, du erledigst dein Anliegen mit dem Allvater. Das tut mir leid. Mütter, willst du dich noch ein wenig umsehen oder musst du wirklich an die Arbeit gehen? Honig verdirbt nicht. Sei nicht so komisch. Lauf nicht weg. Ich will keinen Ärger, wenn du verschwindest. Nur etwas höflicher, nehme ich an. Nur wesentlich höflicher. Das hat ihn allerdings nicht sonderlich abgeschreckt. Hör mal, was auch immer Großvater von dir verlangt, denk dran. Das ist deine Chance, dich zu beweisen. Davon träumen manche von uns. Oh, ja, ich werde mich anstrengen. Bis später. Ja, ich verstehe. Ja. Ja, siehst du, wie ich nicke und sage, ja, ich verstehe. Ja. Ja, ist gut. Ja. Siehst du, du lässt mich einfach nicht zu Wort kommen. Nein, Hugin. Ich muss mir nicht die Ohren waschen. Du musst aufhören zu krächzen und die Antwort akzeptieren, von der du weißt, dass sie kommt. Ich habe es mir nur angesehen. Das alte Ding. Das habe ich seit... Ach, du weißt das schon.
Hast du einen Namen? Ingrid. Wirklich? Ja, warum nicht? Nimm es, wenn es dir so gefällt. Im Ernst? Sieh es als kleinen Bonus an. Danke. Ich meine, im Ernst. Und die sagen, ich bin der Böse. Na los, gehen wir. Gern geschehen. Loki, komm mit mir, bitte. Alle schätzen mich falsch ein. Glaubst du, Krieg sei mein Antrieb? Oder Macht? Reichtum? Nein, nichts davon. Weißt du, was mich antreibt? Was ich wirklich will? Ich will Antworten. Genau wie du. Die Sterblichen haben es leicht. Wenn sie vor den großen Fragen des Lebens stehen, wenden sie sich an uns, um ihnen Sinn zu geben. Göttlichen Trost. Wir beide wissen, das ist reine Täuschung. Aber wenn wir Fragen haben, warum sind wir hier? Um den Sterblichen Sinn zu geben, während wir selbst ohne leben? Nein, wir sind mehr als das. Und ich habe den Beweis dafür entdeckt. Was ist das? Was mich antreibt. Du spürst es, oder? Ich fühle Wissen. Wahrheit. Jede Wahrheit. Alle Antworten. Wir könnten erfahren, warum wir hier sind, lernen, unser Schicksal zu ändern. Und Ragnarök aufhalten, vielleicht die retten, die wir lieben. Wie? Ich war ein junger Gott, als ich es fand. Ich habe es viele Lebensalter studiert, folgte jeder Spur, selbst den Aussichtslosen. Und fand schließlich, nach langer Suche, dies hier. Siehst du es? Dieselbe mystische Energie. Da ist ein Spalt. Können wir da hineinsehen? Davon würde ich abraten. Oh, wofür ist die kaputte Maske? Erkennst du eine der Schriften darauf? Die sind nicht aus den neuen Welten. Schwelend. Obsidianie, Spether. Aus schwelender Erde und Obsidianfunken. Und einem Feld an nie geschlagenen Schlachten. Bist du sicher? Wenn das ein Hinweis ist, verstehe ich ihn. Und der wäre? Arbeite weiter mit mir. Und find's raus. Du musst niemanden umbringen. Du musst nicht deinen Vater verraten. Oder dich selbst. Komm schon, ich weiß, was du gefühlt hast. Die Antworten sind da drin. Warten auf uns. Du hast dies hier übersetzt, als wäre es ein Kinderspiel. Wenn ich dir helfe, was dann? Thor, komm mal her! Allvater. Lass das sein! Finde raus, wo das herkommt. Nimm es. An diesem schleichenden Fleischberg. Und schau, wo es dich hinführt. Ich kann nichts versprechen. Unsinn. Viel Erfolg. Und du? Sei nachsichtig mit ihm, verstanden? Muspelheim? Der Rest der Maske ist hier? Wer hat der Allvater uns hingebracht?
Was meinst du? Also nimm das und mach deine Arbeit. Also, wohin gehen wir? Verdammt, woher soll ich das wissen? Glaub, du weißt, was du tust. Also tu es. Seltsam. Tja, wir müssen wohl durch den Felsen. Was hätte ich gemacht? Mit diesen Armen? Schlecht. Bisschen langsam, weißt du? Du könntest helfen. Und wohin sollen wir jetzt gehen? Hat die Maske eine Richtung für uns? Da oben. Wir könnten da einen Vorsprung erreichen, wenn wir... Zu langsam! Hey! Du kannst nicht Leute so schnappen! Na, was soll ich denn sonst tun? Dich werfen? Nein, da oben sind Dinger, die uns mit Feuer beschießen. Nutz endlich deinen Bogen. Heuke! Pfeile, jetzt! Wenn dich ein Feuer beschießt, ist allein deine Schuld. Den übernimmst du, Kleiner. Jetzt sind die Gegner über uns. Weißt du, ich habe von deinem Vater das Blutgeld bekommen für das, was mit meinen Söhnen geschehen ist. Aber nicht von dir. Noch nicht. Was meinst du? Später. Lass mir den Allvater nicht warten. Die Maske. Ja.
Ich sehe mich schnell um. Das ist nicht der richtige Weg. Oh, wow. Ist das eine Art Amboss? Wenn hier nichts ist, gehen wir weiter. Na los. Wir müssen durch diese Felsen. Hey, kannst du... Genau. Stell dir mal vor, was der mit Knochen anstellt. Du willst über Blutgeld reden? Was ist mit den Riesen, die du getötet hast? Sie waren meine Familie. Tamu, Rungir, sie waren auch deine Leute. Die Riesen waren eine Schande für die neuen Welten. Und ich habe jedes einzelne ihrer Opfer genossen. Na gut, wechseln wir das Thema. Also, das letzte Mal haben Vater und ich ja alle von Zutrittsprüfungen gemeistert. Könntest du... Legst mich nicht rein. Heika! Und der einzige Grund, dass du noch atmest, ist dieses zerbrochene Stück Holz. Hey, keiner von uns kann diese Mission alleine bestreiten. Und ich möchte den Allvater genauso beeindrucken wie du. Du brauchst mich nicht zu mögen, aber wir müssen einander vertrauen. Bloß ein wenig. Vertrauen. Drauflegen. Vertraue voll und ganz auf dich.
Welche Richtung zeigt die Maske? Hey, Kleiner, wo führt die Maske uns hin? Das kann nicht stimmen. Die Maske zieht, hier entlang. Wir müssen irgendwie nach unten. In Ordnung. Ich wollte dich übrigens nicht reinlegen. Die Prüfungen machen Spaß. Hast du nie Spaß? Du bist so anders als deine Tochter. Sie schien... Sieh dir das an. Thor, was zum... Moment, Suturs Schrein. Du bist da drüben nicht gestorben, oder? Nein, aber ich dachte... Tja, das ist dein Problem. Die Prüfungen sind hinter der Klippe. Das wäre doch was für dich und Fluch. Erst kümmern wir uns um die hier. Na los, Thor, probier's einfach mal. Was hast du zu verlieren? Zeit. Ja, genau. Versucht es nur. Schon müde? Nicht im Geringsten. Na gut, vielleicht ein bisschen Angst.
Wie wär's mit etwas Hilfe? Da wir wenig Zeit haben, will ich mal so nett sein. Sauber! Vater hat hunderte Winter gewartet. Was macht ein bisschen länger aus? Es macht Spaß. Na schön. Du bleibst genau hier. Jawohl. Ciao. Sollte ihn ein Weilchen beschäftigen. Hoffentlich. Na los, ich will eine Herausforderung. Jetzt zu diesem Schrein. Also, die Maske will, dass wir da hingehen. Aber gehen wir zuerst zum Schrein. Wir finden das andere Teil, wenn Thor zurück ist. Thor ist noch beschäftigt. Ich sollte zum Schrein. Hey, Ingrid. Traust du den Asen? Ich weiß, ich kann ihnen nicht trauen. Sie müssen nur mir trauen, aber das wird nur geschehen, wenn sie glauben, dass ich ihnen traue. Ja. Vater und ich waren bei unserem letzten Besuch in Muspelheim hier. Scheint ewig her zu sein.
Lass der schreien. Kämpfen oder so? Onkel Boda? Weißt du, für jemanden, der als Krieger ausgebildet wurde, erschrickst du ziemlich leicht. Ich bin nicht. Was machst du hier? Darf ein Mädchen nicht mehr einen Schrein besuchen? Du bist wegen Suturs Murmel hier. Möglich. Du suchst also nach weiteren Riesenmurmeln? Du weißt, wie das aussieht. Wie die Lebensgeschichte von einem der unseren? Oder vielleicht wie ein Vorratsschrank? Nein, als würde man dem Schicksal trotzen. Die Frage ist, was machst du hier? Mein Schicksal neu schreiben. Hast du das von Odin? Nein, also ja, aber nicht. Ich arbeite nicht mit ihm. Ich würde ihm nie etwas über den Eisenwald sagen, falls du davor Angst hast. Und ganz sicher diene ich ihm nicht. Worte der Prophezeiung, nicht meine. Ich muss eine Murmel finden. Du kannst helfen, wenn du willst. Gut. Aber willst du wirklich so die Regeln brechen? Es gibt keine Prophezeiung, in der du Murmeln sammelst. Das Ende steht für uns noch nicht fest, oder? Komm schon, streite. Oh, hallo auch. Ein fühlendes Schwert. Noch eine Murmel. Von Sutra. Aber ohne Seele darin. Er ist also noch irgendwo da draußen. Vor einer Weile hast du erzählt, wie die Riesen weggingen. Denkst du noch an sie? Die ganze Zeit. Sie sind weit weg von hier, weit weg von Odin und Thor. Ich frage mich, in welche Länder sie gegangen sind, welche Meere sie durchquert haben. Warum? Ich will sie finden. Ich rette meinen Vater und dann finde ich sie. Es beginnt. Wer ist das? Nicht Sutra, so viel ist sicher. Sieh dir den ganzen Frost an. Shinmara. Ich glaube, ich habe noch nie von ihr gehört. Und da kommt Sutra. Wow, das muss ein Kampf gewesen sein. Ja,
bis er aufhörte. Sie haben aufgehört? Oh, nein, 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 sieh mal. Sie haben gemeinsam gekämpft. Sie sind sogar Freunde geworden. Gute Freunde. Sind die... Ja, sieht ganz so aus. Oh, tja, das ist gut für sie. Aber offenbar hat sie ihre, Liebe zu einer Art riesigen Kreatur verschmolzen. Ragnarök. Und dann? Zerstört Ragnarök Asgard. Ja, das habe ich in Groas Schrein gesehen. Tja, das war interessant. Oh hey, weißt du noch die Schlange, in die wir die Seele gesteckt haben? Ist schwer zu vergessen. Ich habe sie gesehen. Sie wird größer. Also schneller als normalerweise. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Hm. Ich bleib hier. Ich will nicht, dass dein Freund einen Riesen trifft, den er übersehen hat. Natürlich, aber sei vorsichtig. Bitte. Du auch, Loki.